bereits ein Video über die Anorexia nervosa, also die Magersucht, und heute geht es um die Bulimie. Auch hierbei handelt es sich um eine Essstörung, aber im Gegensatz zur Anorexia nervosa ist sie gekennzeichnet durch immer wiederkehrende Heißhungerattacken. Immer wieder kommt es vor, dass Menschen den Unterschied der beiden Erkrankungen überhaupt nicht kennen und die beiden Erkrankungen deshalb über einen Kamm scheren wollen. Sicherlich gibt es da Gemeinsamkeiten, aber es sind grundsätzlich zwei verschiedene Erkrankungen. Deshalb heißen die ja auch nicht gleich und deshalb gibt es eben jetzt das zweite Video. Ja, komm, Timo, lass uns nicht lange rumquatschen. Die Pause rast auf uns zu. Sie ist ja fast da. Also, was ist die Bulimie? Welche Ursachen hat sie und was kann man machen, wenn man sie hat? Das ist Marcel. Und ich bin Timo. Moin. Willkommen zu einer neuen Folge MTMA. Wir sind seit über 10 Jahren Ärzte und seit über 1,5 Jahren machen wir gemeinsam diesen YouTube-Kanal hier. Findest du eigentlich nicht, dass es irgendwie so ein bisschen nach angeben klingt, wenn man sagt, dass wir schon seit über 10 Jahren Ärzte sind? Auf jeden Fall klingt das danach. Aber wir können auch sagen, wir sind definitiv die geilsten Ärzte, die da draußen rumlaufen in Deutschland. Schön, dass ihr dabei seid. Redest du von mir? Pass auf, das Ding mit den 10 Jahren, das ist wichtig. Man muss ja am Anfang erstmal Vertrauen schaffen. Und es gibt ja Leute, die gucken das erste Mal und die denken sich, ey, was sind das für 2 Hansels? Und wann sehen wir die Ärzte? Die Band. Die gibt's schon seit über 10 Jahren. Mhm. Und die machen definitiv eine bessere Live-Performance als wir. Ey, weißt du, dass die nächstes Jahr quasi 3-mal eine Tour geben? Und dass die Karten auch wieder mal so schnell ausverkauft waren, dass keiner eine Chance hatte, oder? Ja, witzigerweise gab es einmal die Tour, die letztes Jahr stattfinden sollte, die verschoben wurde jetzt auf nächstes Jahr. Die war innerhalb von Sekunden ausverkauft. Dann die Berlin-Tour innerhalb von Sekunden ausverkauft. Und dann haben sie 3 Wochen später jetzt eine weitere Deutschland-Tour vor 5 Tagen zum Verkauf gestartet und da gibt es immer noch Karten. Also wenn jemand die Ärzte sehen will, und damit meinen wir nicht uns beide, es klingt jetzt echt nach Werbung, aber es gibt noch Karten. Und auf unserem Kanal gibt es alltagsrelevante medizinische Themen. Heute als gehaltvollen Energy Drink, den ihr braucht, wenn ihr euer Essen leider wieder auskotzen müsst. Dittim. So, und wenn euch medizinische Themen interessieren, dann lasst gerne ein Abo da. Wenn euch die Videos gefallen, dann den Daumen hoch und wenn ihr keins verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Die Bulimie, oder vollständig gesagt die Bulimia nervosa, wie sie richtig heißt, ist eine Essstörung. Naja, die heißt auch richtig Bulimie, aber das andere ist halt vollständig. Und viel schlauer und kompetenter und viel mehr wie Ärzte seit über 10 Jahren. So wie wir zwei eigentlich reden würden. Auf jeden. Gekennzeichnet ist diese Erkrankung durch immer wiederkehrende Heißhungerattacken. Und das Problem ist, dass die Patienten, die Betroffenen, diesen Heißhungerattacken auch häufig nachgehen und dann mit einem schlechten Gewissen hinterher dastehen. Grundsätzlich handelt es sich dabei aber um eine restriktive Essstörung. Das bedeutet also sich selbst beschränkend, sich selbst in Schranken weisend. Wie auch bei der Anorexia nervosa sind viel mehr Frauen als Männer betroffen. Das Verhältnis wird bei der Bulimie mit 3:4:1 beschrieben. Ein Erkrankungsgipfel liegt zwischen dem 15. und dem 19. Lebensjahr und ungefähr 1% der Bevölkerung sind davon betroffen. Denkt man an die Bulimie, hat man meistens junge, schlanke Mädels vor Augen, die mit dem Finger im Hals über der Toilettenschüssel hocken. Das ist zwar nicht ganz verkehrt, allerdings ist es davon abhängig, unter welchem Typ man leidet und welche Motivation dahinter begründet ist. Also ob man zum Beispiel dem Schönheitsideal gerecht werden will oder ob man als Leistungssportler noch kurz vor dem Wettkampf die letzten Kilos verlieren muss. Man unterscheidet den Purging-Typ und den Nicht-Purging-Typ. Und beim Purging-Typ versuchen eben die Betroffenen direkt nach der Essattacke durch Erbrechen das Gegessene wieder loszuwerden. Ja, und beim Nicht-Purging-Typ probiert der Betroffene das dann durch anschließendes Hungern oder exzessiven Sport oder beides in Kombination wieder gut zu machen. Zusammenfassend kann man also sagen, bei beiden dieser Typen kommt es zu Heißhungerattacken und anschließenden Kompensationsmechanismen. Diese sind nur völlig unterschiedlich. Allerdings sind Patienten, die unter einer Bulimie leiden,
durchaus auch mal normgewichtig oder sogar übergewichtig. Kein Wunder, in Extremfällen können bei solchen Heißhungerattacken glatt mal 20.000 Kalorien in einer Mahlzeit vorkommen. Aber wir erzählen noch ein bisschen mehr über die Symptomatik. Neben den Essattacken und auch dem Kontrollverlust dabei kommt, wie bei der Magersucht, auch eine Körperschemastörung dazu. Also sie glauben, sie wären deutlich dicker, als sie eigentlich sind. Und dadurch führen sie auch eine völlig unverhältnismäßige Gewichtskontrolle durch. Manche Patienten gehen sogar so weit, dass sie Medikamente, die die Ausscheidung fördern, zu sich nehmen. Das heißt also Diuretika, also harntreibende Medikamente oder sogar Abführmittel zu sich nehmen. Immer wieder durchgeführte Diäten und Fastenkuren führen zu heftigen und immer wiederkehrenden Gewichtsschwankungen. Mal dicker, mal dünner und das auch in durchaus richtig kurzen Abständen. Beim Purging-Typ leiden die Betroffenen durch das häufige Erbrechen recht oft unter Karies. Also die Zähne finden es halt nicht so prickelnd, wenn da ständig Erbrochenes an ihnen vorbeifließt. Ebenfalls durch das Erbrechen kann es zu einer Elektrolytstörung kommen und dadurch wiederum zu einer Hypokaliämie, woraus Herzrhythmusstörungen resultieren können. Und wenn man sich den Finger in den Rachen steckt, das kann man ja gerne mal selber ausprobieren, dann kommt es zum Kontakt zwischen den Schneidezähnen und den Knöcheln. Und wenn man das ganz oft macht, dann entstehen an dieser Stelle Hornhautschwielen. Und diese Hornhautschwielen haben sogar einen eigenen Namen. Richtig, das ist das Russell-Zeichen, benannt nach einem britischen Psychiater. Und wo wir gerade bei Psychiater sind, psychiatrische Begleiterkrankungen, die sind auch ziemlich häufig. Zum Beispiel treten Depressionen oder auch Angststörungen mit dabei auf. Allerdings sind die Gründe für das Auftreten von einer Bulimie oft nicht wirklich greifbar und auch multifaktoriell. Häufig findet man eine Kombination aus psychologischen und familiären, soziokulturellen oder auch genetischen Faktoren. Und genau das hat diese Erkrankung eben auch mit der Anorexia nervosa gemein. Und auch traumatische Lebensereignisse können auslösender Faktor für eine solche Essstörung sein. Es hat sich gezeigt, dass die Faktoren zwar bei beiden Erkrankungen gleich sind, die einzelnen Faktoren für sich allerdings unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel gelesen, dass es in Familien, in denen die Bulimie vorkommt, es häufiger zu Streitereien und Konflikten kommt, wohingegen in Familien, in denen die Anorexia nervosa vorkommt, solche negativen Emotionen unterdrückt werden. Es ist aber in beiden Fällen halt ein familiärer Faktor. Gerade wenn die Bulimie bereits vor oder während der Pubertät auftritt, können ernsthafte gesundheitliche Schäden auftreten. Schäden im Sinne von Entwicklungsstörungen. Das Fettgewebshormon Leptin und das Hungerhormon Ghrelin, das sind die beiden Faktoren, die da am meisten mit reinspielen. Weniger von dem Fettgewebshormon und mehr von dem Hungerhormon. Bei 70% dieser Betroffenen kann die Pubertät entweder verzögert oder sogar gar nicht auftreten. Der Zyklus einer Frau kann ausbleiben und die Männer können ihre Libido verlieren. Da fängt sie an zu lachen. Die Patienten leiden unter Haarausfall, die Durchblutung der Finger und Zehen ist herabgesetzt, die Lanugo-Behaarung, das ist dieser dünne Film aus weichem Haar, Pflaum, nimmt zu. Eine Anämie, also eine Blutarmut, kann auftreten, Schwindel, Ohnmächte, die Infektanfälligkeit steigt. Einige PatientInnen leiden unter Ödem. Und das kann auch die Diagnostik erschweren, denn durch diese Ödeme, also durch diese Wassereinlagerungen, wiegen sie mehr und wirken auch nicht ganz so untergewichtig. Und auch die Gefahr für die Entwicklung einer Osteoporose, also einer Knochenstrukturstörung mit höherer Anfälligkeit für Knochenbrüche, ist erhöht. Es kann auch zu einer klinisch relevanten Abnahme des Spiegels von Schilddrüsenhormonen kommen. Und das bedeutet eine Abgeschlagenheit, ein niedriger Blutdruck und eine Gewichtszunahme. Und genau das kann bei manchen PatientInnen eben zu einem echten Teufelskreislauf führen. Und auf der anderen Seite wird das Stresshormon Cortisol viel mehr ausgeschüttet, eben weil es ein echter Stressfaktor für den Körper ist. Letztendlich steigt ab einem Untergewicht Grad 2, also einem BMI von kleiner 13 Kilogramm pro Quadratmeter Körperoberfläche, das Mortalitätsrisiko. Das heißt, die Leute sterben wirklich mit höherer Wahrscheinlichkeit. Und daraus schließt sich logischerweise auch die Empfehlung, dass ab einem BMI von kleiner 15 Kilogramm pro Quadratmeter Körperoberfläche eine stationäre Behandlung der Patienten im Krankenhaus erfolgen sollte. Zur Diagnostik gehört erstmal eine ausführliche Anamnese, also Befragen des Patienten. Dann eine körperliche Untersuchung, um
gegebenenfalls Veränderungen festzustellen. Außerdem führt man breite Laboruntersuchungen durch und eventuell auch eine Knochendichtemessung. Und konnte man dann die Diagnose Bulimie gegen andere Formen der Malnutrition, also einem zu wenig an Nährstoffen abgrenzen, erfolgt eine breite Therapie mit verschiedenen Ansatzpunkten. An erster Stelle ist dann natürlich die Psychotherapie. Die muss breit angesetzt sein, echt gefächert sein und auch länger anhalten. Die Körperschemastörung, die muss behoben werden. Und nicht selten müssen medikamentös die Hormondefizite oder die Störungen im Hormonhaushalt angegangen werden. In einem Großteil der Fälle sind die Probleme tatsächlich reversibel. Das heißt also, wenn der Körper wieder genügend Nährstoffe bekommt, setzt durchaus auch die Regelblutung wieder ein. Und die Libido der Männer kann auch wieder zurückkehren. Die Schilddrüse fängt wieder an zu arbeiten und die Knochendichte kann auch wieder zurückkommen. 50% der PatientInnen sprechen zumindest teilweise auf eine psychotherapeutische oder auch psychiatrische Therapie an. Allerdings ist die Rückfallrate sehr hoch. Die Letalität bei Anorexia nervosa und Bulimia nervosa zusammen wird mit etwa 15% angegeben. Und hierbei sterben diese PatientInnen dann entweder durch Suizid oder durch einen Herzstillstand oder durch die Folgen einer erhöhten Infektanfälligkeit. Leider gibt es auch eine Reihe von Langzeitschäden, wozu eine verbleibende Osteoporose, eine ungewollte Kinderlosigkeit oder eine chronische Niereninsuffizienz gehören. Zu den Herz-Kreislauf-Problemen haben wir eine groß angelegte Studie aus dem Jahr 2019 gefunden. In Quebec wurden über 12 Jahre 416.000 Patientinnen, die stationär behandelt wurden, beobachtet. 818 davon wurden aufgrund einer Bulimie eingewiesen. Und als Kontrollgruppe hatte man über 400.000, die wegen einer Schwangerschaft oder gynäkologischer Probleme in Behandlung waren. Und Leute, die Patientinnen, die aufgrund einer Bulimie in stationärer Behandlung waren, hatten ein 10-fach erhöhtes Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Je öfter die Patientinnen wiederkehrend ins Krankenhaus mussten, umso höher war auch das Risiko. Eine Bulimia nervosa war mit einem erhöhten Risiko für eine durchblutungsbedingte Herzmuskelschwäche, für Verkalkungen der Gefäße und Herzrhythmusstörungen assoziiert. Die Betroffenen hatten ein über 20-fach erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt bis zu 2 Jahre nach der Behandlung zu erleiden. Und innerhalb der ersten 5 Jahre war es immer noch über 14-fach erhöht. Das ist echt krass. Das ist ziemlich krass, ja. Das ist wirklich heftig. Also das sind Zahlen, das muss man sich echt durch den Kopf gehen lassen. Wenn ich ein 20-fach erhöhtes Herzinfarktrisiko habe, dann könnte ich ja auch gleich rauchen und saufen und das wäre ähnlich erhöht. Ich hatte ehrlich gesagt auch noch überhaupt keinen Kontakt mit Patienten, die darunter litten, beziehungsweise weiß ich es gar nicht so genau, weil im Gegensatz zur Anorexia kann man es, glaube ich, lange nicht so gut sehen. Genau, also was wir eben vorhin auch gesagt haben, Normal- bis Übergewichtigkeit gehört in einem Großteil der Fälle einfach dazu. Und das ist halt auch das Problem, weshalb man zu spät erst entdeckt, beziehungsweise gar nicht wahrscheinlich. Jetzt haben wir schon wieder mit einem Downer aufgehört. Ja, wir brauchen immer einen Downer am Ende. Vor der Pause sollten wir noch ein Video machen, dass es gar nicht so ungesund ist, immer mal wieder einen Burger zu essen. Ich finde, das wäre ein vernünftiges Video. So als Gegenstück. Fressen ist nicht ungesund. Nee, prinzipiell ist es nicht ungesund, denn es kommt ja darauf an, ob es ausgewogen ist. Und wenn man halt auch mal so einen Burger reinhaut und das anders kompensiert, bleibt es ja immer noch ausgewogen. Es kommt auch auf den Burger an. Na, aber wo wir schon beim Essen sind, wie wir ja letztens gelernt haben in unserem Fructose-Kilt-Video, das Zeug ist quasi fast überall drin. Also Zucker. Das steckt auch in gar nicht so wenigen Burgersoßen, wenn wir ehrlich sind. Nee, vor allem nie, zum Beispiel in Ketchup. Ketchup ist voll davon. Alter, auf jeden Fall. So, ein paar Wochen machen wir noch. Ein paar Wochen haben wir noch. Wir haben ein bisschen viel um die Ohren im Moment. Richtig viel. Aber wir halten durch. Wir halten durch. Tut uns auch leid, wenn wir nicht so sehr auf die Kommentare eingehen, aber wir lesen sie alle. Das machen wir wirklich und wir lesen sie auch meistens zeitnah bis zeitkritisch, wie der Mediziner dazu sagen würde. Aber wir schaffen es im Moment nicht hinterher zu antworten. Kommt noch. Kommt wieder. Und ansonsten, bleibt gesund. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. We'll be right back.
Ja, eigentlich würden wir in höherer Frequenz aufnehmen, dann würden wir wahrscheinlich auch mal Zeit haben, uns zu solchen Aktionen wie Lockdown für alle oder nee, Lockdown für immer, wie hieß das Ding? Alles zumachen. Alles dicht machen. Oh ja, da würden wir uns gerne zu äußern. Oh ja, würden wir uns da gerne zu äußern. Aber das ist jetzt auch schon wieder zu lange her. Dazu ist eigentlich alles gesagt worden. Ich finde es erstaunlich, dass das doch irgendwie abhängig ist, wer man ist, wie man damit dann umgeht. Also wenn jemand wie Jan-Josef Liefers sich so äußert im Rahmen eines ironischen Videos, dass mit dem dann so kritisch umgegangen wird und ich möchte überhaupt niemanden verteidigen und schon gar nicht den Wendler, aber wenn der in diese Kerbe schlägt, dann ist der quasi abserviert. Ja. Wie gesagt, das wäre eine ganze Folge. Also ich will auch gar nicht, dass irgendwie gleich alle gecancelt werden, aber ich finde das ein bisschen ungleich behandelt. Ja, und vor allen Dingen müssen sich Menschen mit einer derartigen medialen Reichweite 10-mal überlegen, was sie vor laufender Kamera wiedergeben. Ja, zum Beispiel wir beide. Und wir machen ja keine Politik. Aber es ging halt um ein ziemlich aktuelles Thema, was sehr vielen Menschen auf den Sack geht und auch uns beiden auf den Sack geht. Aber da wir beide auch nicht wirklich wissen, wie man es besser macht, halten wir zumindest die Klappe. Richtig. Manchmal ist Fresse halten echt eine gute Sache. Oder man kritisiert sinnvoll. Konstruktiv. Ist denen nicht gelungen. So, und damit tschüss. Peace habe ich ja schon gesagt. Tschüss.